Ich muss eigentlich noch ein paar Häuser bauen, aber die ich jetzt gebaut habe, stehen leer. Also ist das wiederum total dämlich, neue Häuser zu bauen. Denn das kann auch Probleme geben, habe ich festgestellt. Wenn man zu viele Häuser baut und zu viele leer stehen, dann hat man halt einige Häuser, wie hier oben, wo vereinzelt irgendwelche älteren Menschen drin hocken. Oder auch jüngere. Und dann halt das Haus blockieren. Das ist auch nicht gerade gut, wenn die das machen. Ich habe keine Bilder. So. Da, also die würden eigentlich, finde ich, super zusammenpassen, aber ich weiß nicht, ob das Schwestern sind oder Geschiedene. Ja, Geschwister, das Geschwister sind. Ja, das war erstmal alles, ne? Aber hier sind drei Schüler dazu gekommen. Ein Kind, vier Schüler. Naja, es wird, es wird, es wird. Gut, der Pastor ist mehr oder weniger still. Kannst du bitte noch ein Vieh rausdrücken jetzt? Oh, das müssen 6 werden. Ich glaube, den reiße ich erstmal ab. Und baue hier so einen ganz, 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 ganz kleinen hin. So einen Übergangs-Notfall-Pasture. Da passen dann vielleicht halt auch nur 3, 4 Vieh hier rein, aber mehr muss es auch nicht sein für einen Notfall Pasture. Wenn die hier ankommen, ist das auf jeden Fall groß genug. So, meine unfassbar große Menge an 5 entbehrlichen Leuten kann hier erstmal roden. So, die Birnen, die sind jetzt alle halt verreckt. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Wer weiß, vielleicht bringt sogar was. Dem hier hat das nicht unbedingt jetzt geschadet. Oh, es sind 6. Wow, bitte lass es ein Reh sein. Bist du hier? Sieht aus, als hätte es kein Geweih. Sehr schön. Na, sieht aus wie ein Reh. Gut, und du? Langsam, aber sicher hoffentlich doch. Oh, das geht erstmal wieder zu. Denn ein Weibchen ist ja wieder da. Vielleicht kommen ein paar mehr nach. Die Hühner, das passt auch alles. Werkzeug passt. Oh. Oh, ich habe mir gerade gedacht, na, wann kommt der nächste Händler? Ist er. Und anstatt 2.500 verlangt er 4.300. Ist er bekloppt. Ich hab noch nicht mal so viel. Nee, du. Sorry, aber nee, das ist es mir nicht wert. Für ein paar verkackte Kartoffeln. Irgendwann kommen die schon. So. Mal ein Farmer wieder da drauf setzen. Schu, 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 schu. Wenn hier ein... Moment, Moment, Moment. Die haben jetzt das Haus besetzt. Das ist ja auch gut. Hier ist jetzt ein 22-Jähriger drin. Ganz allein. Das ist leer. Das ist leer. Naja, gut.
Ist es jetzt ein Reh? Ja. Das wird wahrscheinlich bald sterben. Oh, da sind vier. Oh, da ist tatsächlich schon was drin. An Leuten. Oh gut, und da sind wieder ein paar Arbeiter fertig. Oh, du hast 100 Herbs und dann bist du auch fertig, ne? Oh, wie hier auch alles voll ist. Wahnsinn. Aber langsam erholt sich die Population hier auch. Also, es sind zumindest wieder mehr Schüler hier. Gut, die Farmen kann ich wieder alle abziehen. Dann stirbt schon wieder alles. Ihr müsst mehr Kinder kriegen. Das geht so nicht. Ja, gut, also ich glaube, dieses Kind wird auch abgöttisch geliebt. Wenn wir mal hier so ausrangierte Leute, kannst du ja fast schon sagen. Ich glaube, das ist die zweite Generation hier, diese 70-Jährigen, die jetzt hier so in den Häusern sitzen. Ich habe da auch ganz ehrlich nicht so wirklich drauf geachtet, aber La Dariel, bist du aus Mittelerde hergekommen? Wurdest du von Mittelerde verbannt? Oh, da kommt wieder eine gute Ladung Brokkoli rein. Yum, yum, yum. Das eine Reh ist wahrscheinlich tot. Ja. Hab ich mir nämlich gedacht, dass das bald stirbt. Deswegen hatte ich gehofft, dass ein Reh kommt. Bring du auch ein Reh auf die Welt. Vielleicht ist es gerade bei Wild relativ hilfreich, ein bisschen mehr als nur zwei Stück zu haben. Oh, das sind Traubensamen. Ja. Ich weiß nicht, wie viel das sind. 725. Nochmal 600 zusätzlich. 750? Nee. Nochmal 300. Oh. Mann. Ups. So. Gut. Sind das jetzt... Ja, gut. Ha! Okay. Ja, dann kann ich halt hier mal einen kleinen Obstgarten mit Trauben machen. Na, no, da sind es fünf. Ich will von dir ein Reh sehen. Na komm, streng dich an. Ein bisschen beobachten. 2, da 15, da 11, bam, bam, bam. Sind die Häuser jetzt hier zum Teil schon bewohnt? Ja. Gut, dann neue Häuser. Und zwar. Irgendwelche kleineren, niedlichen Häuser.
ist denn hier? Ein Hochhaus, das ich sogar bauen könnte. Gucken, wie das aussieht, wie das wird. Ich brauche, wie gesagt, halt Häuser hier. Ich brauche mehr Einwohner. Damit die mehr Kinder kriegen und so. Mache ich so ein Teil. Hier baue ich zwei. Dann sind die nämlich auch gleich direkt hier belegt. Dann kann ich hier nochmal ein paar Farmer reinsetzen. Damit das mit der Nahrung weiterhin gut klappt. Das habe ich jetzt zugemacht. So. Jo, ich brauche den hier. Einen muss ich hier abziehen. Getrocknete Pilze, Feigen und Zuckerrüben. Nein, danke. Ist nett. Und das wird, kann ich jetzt einen Trade Bison vorab einstellen? Glaube nicht. Na gut. Was hier bei rumkommt. Ja, und das ist wie gesagt für Tiere, die ich gerade erhandelt habe, bis ich dann ordentlich ein Pasture gebaut habe, wenn die in diesem Mini-Teil drin stehen. Das ist gleich fertig gebaut. Wieso hungert hier einer? Wo ist denn der schon wieder? Wie kommst du da rüber? Jetzt mal ernsthaft. Oh. Das Problem ist, dass der nicht schnell genug über eine Brücke kommt. Ich habe mir noch nicht mal eine Brücke gebaut. Mir jetzt erstmal sterben, da. Ist halt schade, weil das müsste nicht sein, dass mir der jetzt da gestorben ist. Das ist wieder einer weniger und... Warum der als Holzfäller oder Holzhacker hier hinten rumdümpelt, ist mir ein Rätsel. Da, zack, wie zum Weg. Kannst du bitte hier ein Reh rausdrücken? Oh Mann. Ich habe momentan genügend Werkzeug. Ich kann nicht all meine Farmer oder Viehhirten hier opfern, weil andauernd, beziehungsweise weil das hier nicht nachkommt. Die Meldung von vorhin. So, das ist die Brücke.
hier weiterhin die Häuser gebaut. Ich glaube, die Brücke habe ich ja sehr hoch prioriert. Keine Ahnung, wie man das sagt. So, ne? Sehr hohe Priorität hatte die Brücke, damit der Bekloppte da irgendwie drüber kommt. Hat aber nichts gebracht. Oh. Baut der dann bitte mal hier weiter. Das wäre nämlich auch recht wichtig. Die Brücke müsste doch schon fertig sein. Ja. Bin ich gespannt. Was für Leute ziehen hier ein? Wie alt sind die? Sind die sehr, sehr, sehr jung? Oder sind sie sehr alt? Eigentlich müsste jetzt bald hier jemand einziehen. Am besten ein Pärchen. Am besten im Alter von so 20. Aber nein, ich habe schon wieder zu viel Wohnraum und zu wenig Einwohner. Zum Kölzen. Ah, guck an. Sehr schön. Circa 20, genau so wie es sein soll. Die machen dann erstmal ein neues Kind. So, und der blockiert mir jetzt hier die Bude, ja? Du bist ja ein eigennütziger Arsch. Gut, um das Wohnungsproblem werde ich mich dann später weiter kümmern. Nahrung ist genügend da. Daran liegt es nicht. Das ist bestens. Die Hühner hier, die geben genügend Eier und Fleisch. Die Rinder hier geben sehr viel Fleisch. Ich könnte aber hier mal einen Hidecoat machen lassen. Natürlich. So. Einen Hidecoat, damit das Leder hier mal rausgeht. Hier sind 300 Leder drin, die werden nicht genommen. Hier sind... Hier ist kein Leder drin. Das ist gut. Hier ist Leder drin. Ich glaube, dass hier auch Leder drin ist. 30, 40, 91. Und das blockiert. Dann kann der hier nämlich mal ein paar Mäntel machen. Die sind zwar nicht sonderlich effektiv, aber das Material geht weg. So, es ist ein Reh, ich glaub's nicht. Hat ja lang genug gedauert. Knallklar eins hinten nach. So, oh, was ist hier los? Warum sterbt ihr? Geht ja gar nicht. Ja, der blockiert jetzt hier die Hütte. Das ist zum Kürzen. Warum blockiert der die Hütte? Was ist das denn? Der könnte zu der da oben da einziehen. Müssen sich hier nicht leiden können. Müssen hier nicht miteinander reden. Geht ums Prinzip. So. Dass hier halt das Haus frei ist. Jo, dann mache ich hier noch ein Sträßlein hin. Was? So eine Town Adobe, a boat Adobe, was auch immer. Kann hier noch hin. Ich finde halt dieses Försterhäuschen irgendwie total niedlich. Sehr schön gemacht.
Okay, das sieht kacke aus. Wo war's denn? Hier, Forest House. Nee. Das hier war's. Oh. Das sah cool aus. Was kann das so? Naja. Bietet an nur einer einzigen Familie zu Hause und ist ein bisschen wärmer oder hält wärmer als ein Holzhaus. Das da. Na gut. Na gut. So. Jasminerva. Das ist natürlich ein schöner Name, wenn man sagen möchte, dass es kein Wunschkind war. Nun gut. Nun gut. Es wird sich alles schon wieder irgendwie einpendeln. Gut, da ist ein Hirsch gestorben. Boah, ich brauche Rehe hier. Komm, mach mal. Das wird alles. Das wird alles.